Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shantae Risky's Revenge. Beim letzten Mal haben wir hier den Tanglewood ein bisschen erforscht, also den Tanglewald. Und wir sind wie heißt sie denn hier? Rotty Tops getroffen, die uns ein kleines Hündchen gegeben hat, das wir dann einem Koch wiedergegeben haben und dafür zum Dank eine leckere Mahlzeit bekommen haben. Ja, ein leckeres Essen to go. Riecht ziemlich gut. Tja, und wir sind hier an diesem Eingang vorbeigekommen. Könnten aber bisher noch nicht rein, denn da ist jemand drin, der hat Hunger und würde gerne was Leckeres zu essen haben. Und das haben wir ja jetzt. Das heißt, wir können einfach mal reingehen und ihm was anbieten. Vielleicht bringt das ja irgendwas. Oh, was ist dieser himmlische Geruch? Great Snap! Ist das eine leckere Mahlzeit? Schnell, beeil dich und bring es rein. Ja, das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Wir gehen einfach mal rein und gucken, wer da hinter der Tür steht. Ein großer Tintenfisch. Ja, das ist einer der Barone. Wir haben ja von Rotty Tops auch erfahren, als sie im Netz geforscht hat, dass es drei verschiedene Barone gibt und sie wohl alle vermutlich eins der magischen Siegel haben. Und naja, vielleicht mag er ja sein Siegel, falls er denn eins hat, gegen unsere Mahlzeit tauschen. Du bist der Lieferjunge. Ah, es ist Zeit, dass du endlich hierher kommst. Ich habe meine Bestellung schon vor Stunden aufgesetzt. Ich bin total verhungert. Ich bin kein Junge. Ja, was auch immer. Solange du mir das Steak, die leckere Mahlzeit mitgebracht hast, los, gib's her. Ja, dann guten Appetit. Lass es dir schmecken. Na, hat's gemundet? Ah, das war großartig. Sieht so aus. Was schulde ich dir? Ich suche ein magisches Siegel und ich habe gehört, du hast es. Okay. Schau, das ist kein Grund, sich aufzuregen, richtig? Lass uns doch auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Können wir das? Ja, ich nehme an. Okay. Deinen Ditch. Boah, was für ein Arsch. Hat er jetzt einfach gegessen und ist abgehauen, ohne zu bezahlen. Super. Ja, der Typ ist sowas von tot. Ja, und damit herzlich willkommen im ersten Dungeon des Spiels. Das, beziehungsweise Labyrinth. Ich weiß gar nicht, wie die hier benannt werden. Im ersten Teil hießen die ganzen ja noch Labyrinthe. Und ja, wir schauen einfach mal, was wir hier drin finden können. Diejenigen, die den ersten Teil von Shantae gesehen oder gespielt haben, werden schon eine Sache wissen, vermutlich, oder sich das denken können, was wir hier drin finden können, außer dem magischen Siegel natürlich. Und ja, wir werden es bestimmt finden. So, da unten ist eine Schatzkiste, aber ich glaube, nee, da komme ich noch nicht dran. Schade, da müssen wir später nochmal hin. Gehen wir erstmal weiter nach oben. Wir brauchen jetzt erstmal einen Schlüssel, denn hier unten die Tür ist verschlossen. Da kommen wir so nicht durch an diesem schönen Vorhängeschloss. Deswegen gehen wir einfach mal nach oben und gucken, wo wir da was finden können. Die Krabben sind auch altbekannte Gegner. Aber ich verspreche euch, es werden auch neue Gegner vorkommen, schon hier in diesem Dungeon. Es wird nicht alles nur recycelt werden. So, ich nehme natürlich hier alles schön mit. Man weiß ja nie. Die Herzen brauche ich zwar gerade im Moment nicht, aber später vielleicht. Was ich wirklich brauche, sind die Edelsteine, denn wir haben ja gesehen, man kann schön Magie kaufen und so. Die war aber noch ein bisschen teuer, konnten uns nicht leisten. Aber wir werden nach diesem Dungeon definitiv einiges uns leisten können. Deswegen werden wir dann zurück nach Scuttletown gehen, wenn wir den Dungeon denn schaffen. Das ist natürlich die andere Voraussetzung. So, ja, hier sehen wir wieder das Totenschädel aus der Grube aufsteigen. Das bedeutet nach wie vor, da sollten wir nicht runterspringen. Das ist halt... Ich finde, das sollten mehr Spiele machen, dass man wirklich sehen kann, wo darf ich runterspringen und wo darf ich nicht. Denn bei manchen Spielen ist das ja wirklich ein kleines bisschen nervig, dass man da einfach nicht weiß, wo man runter darf und wo nicht. Und dann muss man teilweise sogar irgendwo runterspringen. Und wenn man es an der falschen Stelle macht, ist man tot. Das ist irgendwie ziemlich doof. Naja, egal. Und ich merke gerade, dass ich mir überhaupt keine Uhr zurechtgelegt habe, dass ich nicht weiß, wie lange ich schon aufnehme. Das ist irgendwie ein bisschen blöd, aber naja, egal. Was soll's.
Wir machen einfach den Dungeon komplett und dann wird schon genug Zeit rumgegangen sein. Das passt schon. Ja, das sind auch wieder altbekannte Fallen aus dem ersten Teil, die mir da ziemlich auf den Keks gegangen sind, weil ich mich ständig davon habe treffen lassen. Aber das sieht doch gut aus. Na komm, Feuer. Ja, man sieht schon, hier sind so ein paar Blöcke, die müssen wir kaputt machen, um uns den Weg zu bahnen. Man kann aber leider nicht erkennen, welche Blöcke zerstörbar sind. Ich dachte erst, es wären nur die hellen Blöcke, aber teilweise kann man, aua, halt auch die dunklen Blöcke zerstören. Oh, der hat mich nicht mal was fallen lassen. Was für eine Frechheit. So, wenn wir jetzt hier runtergehen. Hier zum Beispiel der Block, auf dem wir jetzt draufstehen. Der ist halt etwas dunkler. Ah, wobei. Nee, ich wollte gerade sagen, ja, die sind ein bisschen angeknackst, aber die anderen Blöcke sind auch angeknackst. Die können wir nicht zerstören. Von daher, was soll's. So, gib mal bitte. Jetzt Schlüssel. Ja, aber bevor wir da runtergehen, gehe ich hier nochmal nach rechts. Denn wir haben da ein paar Vasen gesehen, über die wir drüber gegangen sind. Und deren Inhalt würde ich schon gerne haben. Man hört hier auch so ein bisschen so Grillengezirp. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Hinweis darauf ist, dass hier halt ein versteckter Durchgang ist. Weil wenn wir hier drüben sind, ist es wieder weg. Und wenn wir dann hier wieder in die Nähe kommen, dann wird es wieder lauter. Keine Ahnung. Naja, wir wollen jetzt auf jeden Fall erstmal den Schlüssel holen. Das war knapp. Gott sei Dank wusste ich noch, dass hier sowas ist, sonst hätten wir den Weg nochmal gehen dürfen. Und ich möchte natürlich alles gerne mitnehmen. Da ist der Schlüssel. Wunderbar, dann können wir jetzt nach rechts weitergehen, tiefer in den Dungeon hinein. Ja, hier unten sind auch noch Vasen, da kommen wir momentan aber noch nicht dran. Jedenfalls nicht von hier aus. Aber die werden wir uns auch noch holen. So, jetzt setze ich den Schlüssel ein. So, alles klar. Und hier haben wir eine neue Gegnerart, so blöde Ritter. Wenn die den Schild vorhalten, dann kann ich da zwar gegenhauen, aber das bringt mir nichts. Deswegen muss ich halt warten, bis die ihren Schild wegmachen, weil sie angreifen wollen, oder ich versuche einfach den Kopf anzugreifen. Der ist nämlich nicht geschützt. Und wirklich viel halten die auch nicht aus. Aber sie droppen schön viele Edelsteine, was ich gut finde. Denn die brauchen wir ja. Endspeichertyp. Das ist halt auch eine schöne Neuerung in Risky's Revenge, dass man nicht den gesamten Dungeon am Stück machen muss. Und dann wieder rausgehen muss, wenn man speichern möchte, sondern dass man zwischendurch auch Speicherpunkte hat. Was aber auch ganz nützlich ist, denn im Gegensatz zum ersten Teil, wenn man hier Game Over geht, verliert man sämtlichen Fortschritt im Dungeon. Und ja, im ersten Teil war es ja noch so, dass dann Türen aufgeschlossen blieben und man Sachen eingesammelt hat und so. Das ist hier nicht der Fall. Deswegen muss man vorsichtig sein. Okay, das war ein bisschen sinnlos. Das Wasser ist nur zum Zurückschwimmen da, wenn man runterfällt. Aber wenn man mal hier genauer guckt, hier unten geht es noch runter. Da kommen wir momentan aber noch nicht hin. Das sollten wir uns mal merken. Und wenn wir irgendwann mal die Möglichkeit haben zu tauchen, sollten wir uns daran erinnern. Ich weiß nicht, wenn ich es vergesse, dann müsst ihr mich daran erinnern. Aber eigentlich wollte ich ja alles im Spiel zeigen. Deswegen werde ich mich schon dran erinnern. Ja, egal. So. Das hier sind halt so. Ich meine, man sieht ja, was man mit diesen Plattformen machen muss. Man muss einfach mit dem Pferdeschwanz draufhauen und dann gehe ich wieder hoch. Und dann drehen die sich um. Alles noch nichts besonders Kompliziertes. Gucken wir mal, was hier oben ist. Ist halt auch gut, dass wir jetzt so Ketten hochklettern können. Und hier oben geht es nicht weiter. Hallo? Lass mich das doch bitte demonstrieren, Chantae. So, ja, da könnten wir irgendwie hoch, aber nicht in unserer Halb-Genie-Form. Da brauchen wir noch was anderes für. So, und jetzt können sich die Leute, die den ersten Teil gespielt haben, definitiv denken, was wir hier in diesem Dungeon finden werden. Tja. So. Ey, da bin ich rein. Merken wir uns mal. Hallo, Krabbe. Aua. Blödmann. Kann ich hier irgendwelche Blöcke zerstören? Ist da irgendwo was hinter? Das wäre schon cool. Na komm. Vor allem, jetzt muss ich mal wieder so einen Castlevania-Vergleich ziehen. Da gab es ja auch Blöcke, die man zerstören konnte. Also im ersten Castlevania. Oh, hier brauchen wir noch einen Schlüssel.
Und ja, in den anderen weiß ich gar nicht, ob es da auch Blöcke zum Zerstören gab. Aber im ersten Castlevania gab es daher dann irgendwo versteckte Hühnchen hinter. Und es wäre lustig, wenn es hier auch irgendwo so ein Hühnchen gäbe. Und das konnte man da eben essen, um seine Lebensenergie wiederherzustellen, was auch wirklich dringend nötig war. Aber das wäre lustig, wenn hier irgendwo eins wäre. Das wäre eine schöne Hommage. Na gut. Scheint aber kein Hühnchen gewesen zu sein. Dafür haben wir jetzt hier noch mehr überdimensionierte Blumen, über die wir rüber müssen. Naja, wobei nicht so viele. Was sind das überhaupt für Blumen? Ich kenne mich mit Blumen ehrlich gesagt nicht aus. Ich kann so ein bisschen was sagen. Ich weiß, was Stiefmütterchen sind und was Sonnenblumen sind. Und ja, Rosen erkenne ich noch, Tulpen, Lilien. Aber dann verlässt mich das Wissen auch schon. Ja, Orchideen vielleicht noch, aber also diese Standardblumen, die irgendwie jeder kennt, die kann ich erkennen. Aber das war's dann auch schon. Tja, ja, hier in dem Raum haben wir nichts, aber wir können hier Blöcke weghauen, um etwas sichtbar werden zu lassen. Das machen wir jetzt mal eben kurz. Ja, könnt ihr schon erraten, was es sein wird? Ja, na. Ich glaube, jetzt ist es offensichtlich. Ja, es ist ein Totenschädel und kaum haben wir den beschworen, kommen Gegner. Toll, ne? Und auch noch die blöden Vogelscheuchen mit ihren Kürbissen. Au. Au. Hallo? Das ist unfair. So, Moment. Ich muss irgendwie da hoch, ohne mich treffen zu lassen. So, das ist doch schon mal gut gelaufen. Jetzt muss ich dich bitten zu sterben. Dankeschön. Und dann kriege ich euch auch hin. So, hier muss man auch aufpassen, dass man nicht zu früh runterspringt, weil sonst springt man in die Explosion rein und nimmt Schaden. Was natürlich nicht so toll ist. Ein Schlüssel, was für eine Überraschung. Und wir wissen ja schon, wo wir ihn einsetzen können. Deswegen gehen wir jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Neue Gegner. Altbekannte Gegner. Allerdings diesmal wesentlich einfacher zu besiegen. Ja, man merkt, das ganze Spiel ist ein bisschen einfacher gestaltet. Was nicht heißt, dass es schlechter ist. Nein, es ist einfacher spielbar. Doch, definitiv. Man nimmt weniger Schaden, die Gegner halten weniger aus als noch im ersten Teil. Was ich aber gar nicht mal so schlecht finde, weil ich bin halt nicht so gut, was 2D-Plattformer anbelangt. Das hat man ja vielleicht schon feststellen können. In so Spielen wie ja, dem ersten Shantae oder Cave Story. Aber ich gebe mein Bestes und ich finde das Spiel hier einfach super, deswegen werde ich es auch weiterspielen. Deswegen habe ich es ja überhaupt erst angefangen, ja. Ich meine, auch wenn ich nicht besonders gut in diesem Genre bin, spiele ich es trotzdem immer noch gerne. Wobei, wirklich Lieblinge? Ja gut, Shantae ist halt ein tolles Spiel. Whiskey's Revenge, aber ansonsten habe ich, glaube ich, gar keine besonderen Lieblinge in dem Genre. Ich überlege gerade, also so die typischen Mario-Spiele spiele ich ab und zu mal. Aber ich muss sagen, dass ich in den 2D-Marios nie wirklich gut war und mich nie wirklich damit anfreunden könnte. Also Super Mario World habe ich ein bisschen gespielt. Dann New Super Mario Bros. Und New Super Mario Bros. U. War ganz lustig, habe ich aber beides nicht durchgespielt. Beziehungsweise alle drei nicht. Und ansonsten... Boah. Keine Ahnung. Clarence's Big Chance. Das ist ein Flash-Spiel, falls das jemand kennt. Von Pseudo Lone Wolf. Oh, noch ein Speichertyp. Sehr gut. Da kommen wir doch gut voran. Natürlich würde ich gerne speichern. Vielen Dank. Wir sehen uns später. Zurück in Scuttletown oder so. Was haben wir denn hier? Ach, schon wieder so eine blöde Pflanze. Komm mal her. Dankeschön. Ja, teilweise kriegen wir halt auch aus den Vasen schon Magie raus. So Magiefläschchen. Die bringen uns aber noch nichts. Da wir noch keine Magie gekauft haben. So, und das sieht aus, als könnte ich hier irgendwie durch, oder? Jawohl. Sehr schön. Eine Kiste. Was haben wir denn da drin? Edelsteine. Nehme ich gerne mit. So, zurück gehen wir mal hier hoch, denn hier sind noch einige Vasen. Jo, die Herzen brauche ich gerade wirklich nicht. Edelsteine, die nehme ich gerne. So. Dann gucken wir uns mal an, wo wir hier gelandet sind. Wir müssen anscheinend nach oben. Und hier ist was ziemlich Gemeines. Man sieht schon, das Ding ändert seine Drehrichtung.
wenn es über das Ding da geht, über diese, ja, über das Symbol. Und es dreht sich ziemlich schnell wieder rum und irgendwie komme ich da gerade nicht rüber. Nein? Na komm, geh hoch. Spring. Jawohl, das hat gut geklappt. So, was haben wir jetzt noch? Ein einzelnes Unruhe-Symbol und ich fürchte, das war zu spät, ja. Das muss ich besser timen. Nein, komm, hüpf, sehr gut. Und, oh Gott. Jetzt muss ich früh genug springen. Und hüpf. Jawohl, das hat funktioniert. Sehr schön. Und das alles nur, damit wir wieder runtergehen können. Na toll. Aber das ist gar nicht mal so schlecht, denn hier kommen wir weiter. Andere Musik. Das heißt, hier haben wir was Besonderes. Ja, zum einen große Statuen von Frauen mit ordentlichen Argumenten, sagen wir mal. Und eine kleine Fontäne mit einem... Ja, was ist denn das in der Mitte? Sieht ein bisschen aus wie so ein Warp Squid, bloß mit einem Octorok-Rüssel obendrauf. Und vier Genies drumherum. Ja, sprechen wir die Statue mal an, untersuchen wir sie mal. Wer nähert sich meiner magischen Fontäne? Ich spüre eine ich spüre eine unruhige Energie tief in dir drin. Konzentriere deine Leidenschaft und erlaube der Magie, Form anzunehmen. Ja, das ist so toll. Wir haben den Affentanz gelernt. Ja, einfach tanzen und den Tanzknopf gedrückt halten und ihn dann loslassen während der ersten Bauchtanzbewegung, um uns zu verwandeln. Der Affentanz wird uns erlauben, Wände zu erklimmen und noch höher zu springen. Um wieder zurückzuwechseln, müssen wir einfach nochmal den Tanzknopf drücken. Ja, möge das Glück immer dich in deinen Wegen begleiten. Möge die Macht mit dir sein. Ja, sehr cool. Jetzt können wir tanzen und uns in die Affenform verwandeln. Ah, das wird den Jack Smith freuen, weil er doch Affen so sehr liebt. Ja, und wir können jetzt wesentlich höher springen. Moment, das machen wir mal hier. Ich kann hier bis unter den Block springen. Wenn ich das in meiner normalen Form... Na, wobei, so viel höher kommen wir gar nicht. Im Grunde kommen wir gar nicht höher. Aber ich glaube, wir können weiter springen. Oder? Okay, bis auf den Block, den zweiten von links. Ja, da kommen wir nicht so weit. Aber was wir auf jeden Fall machen können, ist einfach Wände normal hochklettern, runterrutschen. Wir können uns auch festhalten. Wenn ich loslasse, dann rutschen wir automatisch runter. Und wir können von den Wänden abspringen. Das heißt, wir können jetzt neue Gebiete erreichen. Wir müssen jetzt allerdings weitergehen, denn ich kann euch das einmal demonstrieren. Wenn wir zurückgehen, dann haben wir hier ein kleines Problem, denn da oben ist die Wand anders. Wir können halt auf diesen Wänden hier klettern, aber man sieht, da komme ich nicht weiter. Diese Wände mit den Noppen dran, da kommen wir einfach nicht hoch. Tja, deswegen gehen wir einfach weiter hier lang. Ja, sie verwandelt sich leider automatisch, wenn wir durch Türen durchgehen. Da kann ich nichts für, aber das Verwandeln in die Affenform ist einfach mal so viel schneller. Und vor allem auch das Zurückverwandeln ist auch so viel schneller als noch im ersten Teil. Deswegen finde ich das gar nicht mal so störend. Und vor allem, was eine unglaubliche Verbesserung ist, während wir tanzen, bewegen sich die Gegner nicht. Und während wir uns verwandeln. Das war ja im ersten Teil auch das Problem. Also, es tut mir leid, vielleicht nerve ich einige Leute damit, dass ich hier immer Vergleiche mit dem ersten Teil ziehe. Aber ich finde, das gehört einfach dazu, vor allem bei so einer Verbesserung von dem Spiel. Das ist, als würde man, was weiß ich, die Verbesserung vom ersten The Legend of Zelda auf A Link to the Past machen. Und muss dann halt auch da teilweise sagen, oh, das ist so viel besser und bla und hier und erinnert euch noch da dran und hast du nicht gesehen. Es tut mir leid, falls ich euch damit nerve, aber ich mache das gerne. Und genau, das war im ersten Teil einfach so nervig, dass man einmal, während man getanzt hat, das ging ja noch, muss man halt sich einen Ort suchen, wo keine Gegner waren. Aber dass man halt auch, während man sich zurückverwandelt hat oder während man sich verwandelt hat, was eine relativ lange Animation hatte, dass in der Zeit die Gegner sich weiter bewegen konnten und einen verletzen konnten, das war schon ziemlich, ziemlich gemein. Na, das da sieht aus, als könnte man da irgendwie rein. Nicht? Na, schade. Dann gehen wir einfach weiter nach oben.
Ja, in Affenform können wir leider nicht angreifen. Deswegen muss ich mich zurück in Chantae verwandeln, wenn irgendwo Gegner sind oder so. Hier eine Vase, sehr schön. So, und hier müssen wir irgendwo durchkommen. Das sieht doch schon mal gut aus. Haha. Bin ich gut oder bin ich gut? Nanu, warum ist das denn nicht weg? Ach so, da können wir noch mehr machen. Okay. So, und das da oben sieht aus, als könnten wir da durch. Jawohl. Und jede Menge Vasen. Oh, und jede Menge Edelsteine. Sehr schön. Da links ist auch noch irgendein Raum. Und hier komme ich nicht durch. Okay. Komme ich hier? Nein, hier komme ich auch nicht durch. Komme ich nur nach rechts weiter. Und da sollte ich nicht hoch, weil dann komme ich nicht mehr runter. Hier irgendwie eine Möglichkeit? Nö. Moment. Moment. Dann gehen wir nochmal eben kurz runter. Aber da muss irgendwie ein Weg hin sein. Denn ich kann euch schon verraten, das ist der Raum, in dem wir nicht an die Schatztruhe rankamen, da oben. Das da sieht so aus, als könnten wir da hoch. Können wir hier noch irgendwie... Ah. Das ist der Raum, wo die Schatztruhe war. Und wenn wir da hochspringen, kommen wir halt an die anderen Vasen nicht mehr dran. Deswegen müssen wir jetzt hier hoch. Genau. Moment, ich wechsle mal eben auf die andere Seite. Ich habe keine Lust, so hoch zu springen. Jawohl. Sehr schön. Tja, jetzt sind wir wieder hier. Und da oben ist die Schatztruhe. An die wir jetzt auch drankommen, da wir die Affenform haben. Ist das nicht cool? So, nimm mal mit. Und wir haben unser erstes magisches Gelee gefunden. Und falls ihr euch noch daran erinnert, das hat eine Frau uns ja erzählt in Scuttletown, dass sie das verloren hat. Und wir haben gesehen, dass wir das im Laden ausgeben können, um uns damit ein paar schöne Sachen zu kaufen. Deswegen ist es eigentlich sehr anzuraten, sich das zu holen. Und wo wir gerade schon mal hier sind, gehe ich nochmal eben hier nach rechts. Denn da ist jetzt auch noch ein kleines Gebiet, wo wir mit der Affenform hinkommen. Das möchte ich gerne noch mitnehmen. Dazu müssen wir einmal nach oben. Moment, man hört hier auch irgendein Geheimnis, oder? Man hört hier doch so ein Zirpen. Ist hier möglicherweise noch irgendwas? Da, vielleicht. Nein. Das interessiert mich jetzt aber. Hier ist es ja am lautesten, hier rechts. Hm. Vielleicht sind es aber auch einfach nur so irgendwelche Geräusche, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich finde gerade keinen Weg. Deswegen gehen wir mal weiter nach oben. Aber hört mal, hier oben ist es auch wieder und hier haben wir noch einen Geheimgang nach oben. Hm. Und wir haben unser zweites magisches Gelee gefunden. Ist das nicht cool? Jetzt gehe ich nochmal schnell hier runter, denn... Ich will das hier nochmal probieren. Vielleicht geht es hier doch weiter. Hm. 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 Ich weiß es nicht. Also mit dem Affen kann ich hier offensichtlich nirgendwo rein. Und ich kann hier aber auch keine Blöcke mehr zerstören irgendwie. Das heißt, wir können kein Hühnchen finden. Hm. Hm. Na gut, ich habe keine Ahnung, was hier noch ist. Ob hier noch irgendwas ist. Ich vermute mal, wenn da noch irgendwas ist, dann wird das irgendwie noch Juwelen sein oder so. Ansonsten komme ich hier später nochmal hin. Wir müssen ja sowieso nochmal hier hin in diesen Dungeon, wenn wir die Möglichkeit haben... Nein, nicht wieder zurück. Wenn wir die Möglichkeit haben zu tauchen. Deswegen ist das ja alles jetzt nicht so wild, wenn wir hier noch eine Sache übersehen. Wir gehen erstmal wieder zurück. Ist ja alles ohne Probleme machbar. Und jetzt gehen wir wieder nach unten, denn wir hatten noch einige Orte oder haben noch einige Orte offen, die wir jetzt erreichen können, dank unserer neuen Fähigkeit. Ich würde sagen, wir speichern einmal, bevor wir doch irgendwie sterben. Das wäre ein bisschen dämlich. So, zum einen haben wir hier in diesem Raum etwas, und zwar, wenn wir hier hochgehen, haben wir hier so einen kleinen Durchgang. Ist halt eine Abkürzung. Was Besonderes gibt es hier nicht drin.
Aber damit kommen wir schneller durch den Raum durch. Wir müssen nicht springen und so. Das finde ich schon mal gut. So, hier kommen wir theoretisch oben weiter. Jetzt, da wir die Affenform haben, gucken wir uns das doch einfach mal an. Hüpf, hüpf, hüpf. Nein, da will ich hoch. Aber wir brauchen noch einen Schlüssel und den haben wir momentan noch nicht, oder? Nein, haben wir nicht. Deswegen geht es wieder runter. Aber wir haben ja, falls ihr euch erinnert, hier rechts gab es an einer Stelle noch einen Weg weiter nach rechts. So einen kleinen Durchgang. Einen Block hoch, genau da. Und da kommen wir jetzt auch durch. So. Und ich vermute mal, dass wir hier den Schlüssel finden werden. Ich hoffe es zumindest. Oh wei, hier müssen wir schon wieder irgendein Bild formen. Oh, das ist diesmal ein anderes. Aber was ist die Frage? Okay. Hier können wir nichts erkauen. Vielleicht in der untersten Reihe? Nein. Gar nichts? Doch, da. Was wird das denn? Ein Krokodil? Sieht ein bisschen so aus. Oder ein Drache? Warum eigentlich kein Tintenfisch? Na komm, wo kann ich noch mehr weghauen? Da. Na toll. Moment. Ah, ich vermute, ich muss hier noch die... Moment. Genau da und... Oh, das war's. Okay. Schnell wieder hier raus. Aber die Gegner sind ja jetzt nicht so besonders schwer. Die finde ich wesentlich angenehmer als die Vogelscheuchen. Solange sie uns nicht treffen. Ich vermute mal, die machen viel Schaden, wenn sie auf uns drauffallen. Aber den kann man ja ganz gut ausweichen. Man darf einfach nicht runterstehen. Na komm. Ja, das ist jetzt eine dumme Position. Aua, genau deswegen. So, haben wir was? Jawohl. Und da haben wir den Schlüssel drin, den wir brauchen. Cool. Sehr schön. Dann gehen wir wieder zurück. Und gucken einfach mal, was wir jetzt oben hinter der Tür finden können. Ja, und hier ist halt auch wieder der Durchgang und da sind die Grillen zu hören. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, ob da hinten noch ein geheimer Gang war, beziehungsweise da oben, wo wir das magische Gelee gefunden haben. Keine Ahnung, kann ja mal später online nachgucken oder so. Und dann, wenn wir das nächste Mal hier reingehen, um eben in das Wassergebiet zu gehen, dann gucken wir uns das nochmal genauer an. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal den Dungeon fertig, denn wir wollen ja das magische Siegel haben. Deswegen gehen wir einfach mal hier rein und... Ah, oh, noch ein Speicherdieb. Ich vermute mal, als nächstes kommt dann ein Bosskampf. Denn im Grunde haben wir jetzt fast alles, was wir hier brauchten. Ah, okay. Und das sieht... Ja, das sieht wirklich aus wie ein Bosskampf. Mal gucken. Gehen wir einfach mal rein. Was ist schon das Schlimmste, was passieren kann, ne? Ah, da ist er ja. Ah, du hast es also geschafft, mein Labyrinth zu lösen. Also es wird tatsächlich Labyrinth genannt und nicht Dungeon. Aber es wird dir nichts Gutes einbringen. Mein magisches Siegel ist da, wird da bleiben, wo es ist. Ich und meine Babys sind bereit, Tutassel? Das habe ich ja noch nie gehört. Sind bereit, uns zu kloppen. Ich übersetze das jetzt einfach mal so. Ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist, aber vom Sinn her wird es ja passen. Oh, was macht er? Okay, er kann also sich ein bisschen teleportieren. Das sieht nicht so gut aus. Das sind dann vermutlich seine Babys. Jede Menge Minisquids. Yay! Und sie gucken einfach so fröhlich. Ich will gar nicht draufhauen. Oh, er haut sie selber weg. Nein. Au. Du darfst dich nicht heilen. Hallo, du hast dein Essen schon aufgegessen. Hör auf damit. Au. Ich sollte mich vielleicht verwandeln, wenn er das macht. Oh Gott. Ich habe keine Heilzauber. Ich habe keine Heiltränke gekauft. Das ist nicht so gut. Ja, komm, einfach weiter drauf. Nimm Schaden. Oh ja, sie droppen mir Herzen. Das ist... Okay, in die Affenform verwandeln, wenn er das macht. Und... Du machst jetzt bestimmt wieder so einen Charge an. Ja, genau.
Da bleiben wir einfach sicher hier oben. So, ich weiß, das spawnt einer direkt über mir, deswegen müssen wir gucken. Herz, meins. Genau, komm einfach wieder da raus, wo du bist. Sehr gut. Das ist ein sehr dankbarer Boss. Er gibt mir Heil-Items, das finde ich gut. Au. Nein! Aua! Ihr kleinen Mistviecher. Au, du großes Mistviech. Oh nein, nicht schon wieder. Du triffst mich nicht, du triffst mich nicht, haha. Ja, ja, mach du ruhig. So eine Lebensleiste wäre mal ganz... aua. Ich sollte mal öfter diesen Ausweichmove hier benutzen. Das wäre vielleicht ganz gut. Au. Jawohl, und wieder volle Lebensenergie. Alles kein Problem. Nein. Haha. Oh nein, nicht schon. Moment. Ja, vielleicht sollte ich ihn angreifen und mich dann erst in die Form verwandeln. Aber egal, das passt schon. Wir kriegen das hin. Alles kein Problem. Genau, mach du mal deinen Angriff hier. Hey. Nein. Au. Na komm, na komm, na komm. Aber wie viel hält er denn aus? Eine ganze Menge, ne? Oh nein, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Schnell weg hier. Kriegst mich nicht. Guck mal, ich kann sogar mit dem Kopf wackeln. Links, rechts, links. Oh nein. Au. Das war schlechtes Timing. Ich will auch kleine Shantaes beschwören können. Und die mir im Kampf helfen. Oh nein, oh nein. Ja, da konnte ich den Ausweichmove nicht machen, weil da Gegner waren. Hätte ich vielleicht... Oh, ich glaube, ich habe ihn besiegt. Yay. Boink. Oh nein, ich wollte ihn doch nicht zum Explodieren bringen. Er ist zwar ein Arsch, aber das wollte ich mir jetzt auch nicht gönnen. Und da ist es. Das magische Siegel, weswegen wir überhaupt hierher gekommen sind. Schön. Tja, das war der erste Dungeon. Oh, das ist Risky. Hi. Risky Boots. Na, 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 ich sehe, du hast es geschafft, mich zum ersten Siegel zu schlagen. Sehr gut. Jetzt sei ein gutes Mädchen und gib es mir. Keine Chance. Geh zurück, oder ich werde dieses Ding hier zerbrechen in 1000 Stücke. Oh mein. Kein Grund, so voreilig zu sein. Ich bin mir sicher, dass wir noch einiges von einander sehen werden. Tata! Ja, ja, hau bloß ab. Ja, das war der erste Dungeon. Wir haben das erste Siegel gefunden. Alles kein Problem, schön durchgelaufen. Das speichern wir natürlich. Und ja, zwei weitere Siegel müssen wir noch finden. Wir gucken auf die Karte. Mal schauen, wo wir als nächstes hin müssen. Man sieht schon, da unten links ist so ein bisschen Wüste und da oben ist einiges an Wasser. Also ich kann die Karte lesen, haha. Und ja, mal schauen, was wir da so finden werden, was wir so machen müssen. Ich glaube mal, unser erster nächster Schritt sollte sein, zurück nach Scuttletown zu gehen. Vielleicht können uns Polo, Sky und Mimic ja weiterhelfen und einen Hinweis geben, wo wir denn als nächstes hin sollten. Und ja, wir können auch mal hier im Wald noch ein bisschen rumlaufen. Also natürlich könnten wir jetzt einfach da zu dem Teleporter gehen und uns zu Scuttletown zurück teleportieren. Aber da wir jetzt die Affenform haben, bin ich mir sicher, dass wir hier im Wald noch einige Dinge finden können. Und dann gehen wir halt einfach noch ein bisschen erforschen. Vielleicht finden wir noch ein paar mehr Herzen, noch ein bisschen magisches Gelee. Das wäre schon ganz gut. Ja. Aber das werden wir dann beim nächsten Mal machen. Denn ich habe ja gesagt, ich spiele, bis wir den Dungeon fertig haben. Und das ist jetzt. Deswegen macht's gut und bis zum nächsten Mal.